Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu World of Warcraft and Together mit Mario. Juhu, guten Tag! Ja, das Ganze mit Regen, wir haben gutes Wetter mitgebracht. Definitiv, absolut. Ja. Wie draußen, bei mir regnet es gerade auch. Oder echt? Hat geregnet, ja. Ich hoffe, dass es bei uns nicht regnet. Ich guck mal kurz raus. Sieht alles momentan gut aus, weil ich wollte gleich wieder joggen gehen, weißt du? Ah. Und ja, ich habe ja gestern eine Auszeit genommen, weißt du? Nach dem Animes schauen. Ja. Und naja, heute muss wieder sein. Heute muss definitiv wieder sein, ja. Richtig. Auch für dich, ne? Richtig, genau. Ich muss natürlich auch unbedingt. Ich beschwere das mal. Wichtig, ich ziehe so wenig ab, ne? Das ist schrecklich. Ja, ich muss auch gucken, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr raushole. Ach, du beschwörst deinen Helden, ne? Ja. Hallo, Lasnik. Ja. So, okay, ab in die Mine, weil Mario braucht noch ein paar Sachen, die er für die Quests braucht. Richtig, Kai hat sie alle abgestaubt, den Goldstaub. Für ja, sich. Der wer Arsch. Zuerst kommt, der mal zuerst, ne? Und ja, deswegen habe ich ihn nicht. So, aber ich habe ja schon meinen Wichtel, der hier auch mitmacht. Ich habe ein Level abbekommen, sehr schön. Du auch? Ich, nein, wieso? So, weil ich einen. Wie kann das denn? Ah, weil du quasi einen Kampf länger als ich überlebt hast. Ich bin ja gestorben. Oh ja, das kann sein. Ja. Du Spast, du hast die ganzen Erfahrungspunkte mitgenommen, während ich gestorben bin, weißt du? Aber nicht kämpfen wollen, ja? Dafür hast du die Quest erledigt. Wow. Jetzt habe ich Level up. Oh, jetzt geben die natürlich keinen Goldstopp, ne? Diese Wichser, ey. Vielleicht aber waren hier nicht zwei? Doch, hier waren noch zwei. Ah, ein Goldstopp. Ja. Ich wollte gerade sagen, ansonsten lass mal in die Mine gehen. Aber dieser Beschwörer-Dings ist schon ganz cool mit dem Helden. Aber dafür ziehe ich halt so unfassbar wenig ab. Das ist echt schrecklich. Er ist tot. Goldstaub, sehr schön. Ja, rauer Stein. Ui. Oh, den hatte ich gar nicht im Dings. Dann ist es doch irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, ja. Oh, das kann während einer Bewegung nicht ausgefüllt werden. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was soll denn das? Echt, ey. Aber ich dachte wirklich, man kann eigentlich seinen Typen da sagen, dass der einfach mit angreifen soll immer. Aber irgendwie macht er das nicht. Obwohl ich ihn auf aggressiv gestellt habe. Okay. Komisch. Vielleicht ist er eine kleine Pussy. Ja, ich glaube auch. Ich sollte ja irgendwann noch einen anderen bekommen. Ich glaube, man kriegt mehrere. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade drüber nachdenke, aber ich glaube so, ich glaube draußen war es übelst warm, so ein Wärmegewitter. Jetzt kommt man hier in die Mine rein und dann ist es immer so total kalt. Kennst du das? Wenn du halt draußen bist, es ist arschwarm, da kommst du irgendwo rein und dann wird es auf einmal voll kalt für dich. Ja, das ist echt schrecklich. Ist genauso, wenn du in einem kalten Ding warst und dann auf einmal in dein Zimmer oder so gehst, was mega warm ist, merkst du auch sofort. Ja, wobei mir das schon viel angenehmer ist. Ja, mir ist es auch angenehmer. Bei meinem Zimmer ist es eigentlich auch immer warm. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht leiden, wenn es irgendwie total kalt ist. Finde ich schrecklich. Ja. Ich bin da so ein Mittelmensch, weißt du, so Frühling ist perfekt. So. Ja, stimmt, ja. So 15 Sommer Grad. Ist teilweise ein bisschen zu warm. Ja, Mann. Das ist schon echt schrecklich, vor allem, weil wir auch einfach oben wohnen und dadurch halt immer ja, die Schräge ist und dadurch, dass es mega richtig warm ist, echt immer ekelerregend. Ja, aber also weißt du, ich find's cool, wenn das so halt, wenn das so richtiges Mai-April-Wetter ist. Also nicht April-Wetter im Sinne von, ne, kennt man ja, dieses April macht, was er will, sondern eher so, halt Frühlingswetter. So weißt du, so tagsüber so 20 Grad, nachts kühlt's ab auf 10, perfekt zum Einschlafen, so perfekt zum draußen mit T-Shirt rumlaufen, so perfekt. Das aber ansonsten ist das alles so total ekelhaft. Vielleicht bin ich da so ein bisschen festgefahren und zu verwöhnt, aber so ist das eben. Ja, ich denke aber auch. Nee, das gefällt mir auch am liebsten. Obwohl man sagen muss, der Winter ist jetzt eigentlich relativ mild. Es ist zwar kälter geworden, definitiv, viel kälter, aber wirklich kalt will ich das Ganze nicht nennen. Ja. Soll er noch kommen, ne? Also bei uns wird es die Tage auch so minus 4 Grad Nacht und das wird beim Joggen auf jeden Fall total schmerzen. Warum kämpft er denn noch? Warum kämpft er denn auch? Alter, jetzt gerade hier gibt's die richtigen Items. Weißt du, ich habe zwei Heiltränke bekommen. Zwei schwache. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal welche bekommen hast. Ja, doch. Ein paar. Was? Also ich habe jetzt zwei Stück insgesamt. Ich habe, glaube ich, auch einen. Gerade eben draußen einen bekommen.
Das ist voll unterschiedlich. Wir haben bei der letzten Session haben wir gar keine bekommen. Was soll denn das? Ja. Was soll denn das hier? Hallo? Gibt's ja wohl nicht. Echt so. Ein roter Apfel. Oh mein Gott. Ich bin immer so assi und klaube das immer zuerst, weil ich mach dann immer direkt auf und zack, 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 weißt du? Es gibt auch, glaube ich, eine Funktion, womit du das direkt machst. Also, dass der alles rausnimmt, was gerade da ist. Ich hoffe, ja, ich glaube, man muss E schon, oder ja. So drücken oder irgendwie sowas. Irgendeine Taste muss man, glaube ich, dabei drücken. Ich glaube, es war alles. Alt F4. Ja, ich denke auch Alt F4 war Computer runterfahren. Hä, wieso ist jetzt der Bildschirm aus? Warum? Was soll denn das? Gibt's ja wohl nicht. So, ich glaube, der greift doch automatisch an, teilweise. So, ich brauche einfach nur 3 Stück. Aha. Ja. Ja, oder auch doch nicht. Also manchmal macht er das, manchmal macht er das irgendwie nicht. Besonders manchmal, wenn da auch 2 Gegner stehen, ist das so, ich sehe, wie meine Energieanzeige einfach nicht leer wird. Obwohl ich die ganzen Tasten drücke, der greift dann einfach nicht an. Aha. Check ich nicht. Ist vielleicht ein Bug. Wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Angreifer an, ja. Wo läuft der hin? Warum läuft der gegen die Wand? Der wollte zu meinen komischen Gnom. Ja, ich glaube, er ist besoffen. Wahrscheinlich. Jetzt gehen die nicht mehr. Diese Wichser. Wir gehen wieder zurück. Ja. Obwohl, irgendeiner greift uns an, ne? Ah ne, das war mein Gnom. Ich glaube, hinten müssten schon wieder die Neuen sein. Ja, lass mal zurückgehen. Wobei ich gar nicht weiß, wie groß diese Tiefeichen, die tiefen Schachtmine ist. So. Ja, aber die ganz hinten müssen eigentlich wieder da sein. Ja, hier ist wieder einer. Die geile Sau. Na, du geile Sau hier. Auf geht's. Oh ja. Attacker. Schattenblitz, der nichts abzieht. Grüß deine Schwester. So, 2 Stück noch. Die sollten wir bestimmt draußen finden. Ja. Oh, yay. Warte. Dreh dich um. Ha, was? Da kommt uns gerade einer hinterher. Zu spät. Oh. Nicht genug Energie. Halt dein Maul. Kann man das irgendwie ausstellen? Ich weiß nicht, die stimmen doch. Wahrscheinlich über die Sounds. Ja. Nee, ich lass es an. Aber das war halt so eine Comedy-Frage halt, ja. Nee, aber ich weiß nicht. Ich wette, jetzt gerade ist die Temperatur noch so richtig angenehm. Auch bei dir und so. Aber ich denke, so ab Karneval wird es wieder total ekelhaft. Ja, ist immer schade. Ne? Weil wir haben ja hier auch Karneval, dass wir dann so durch die Straßen laufen eigentlich. Und es ist halt immer scheiße in letzter Zeit gewesen. Ja, letztes Jahr. Immer am Regnen. Genau. Immer kalt. Weißt du, letztes Jahr. War schön. Letztes Jahr war das auch so. Da ging es ja eigentlich, da war es Rosenmontag so, ich glaube 10 Grad sonnig, das war vollkommen perfekt, aber ansonsten ist es immer regnerig, bis pisskalt, also wirklich kalt, pisskalt, was für ein Vergleich, wow, nee, aber arschkalt. Ich hab genug. Hast du alles? Ja, wir können gehen. Perfekt, ab zurück nach Goldhain, die geile Sau. Wupp. Ich würde sagen, scheiß mal auf die Gegner. Ja, ich denke auch. Haben wir genug, wir haben Level 6, glaube ich. Ist so. So, das heißt, wir müssen eigentlich Richtung Norden gehen, ne? Ja. Ich denke, dass wir auch... Nordosten. Ich denke, wir werden auch durch diese ganzen Quests Level Up gehen. Oh ja, doch, stimmt. 3 Stück. Wir brauchen noch... 2000. 2200. Ja, wer weiß. Ich denke, wir kriegen so 500 pro Quest um den Dreh. Wahrscheinlich nicht ganz. Ja, aber wir haben da gerade eben 3 Minuten in der Mine gekämpft und... Ja. Das war auf jeden Fall schon mal. Und selbst wenn, Hauptsache wir kriegen den Part noch ein Level Up, gehe ich von aus. Denke ich doch mal. So, hier müsste auch immer in die Stadt kommen. Ja, sicher doch immer dem Weg folgen. Genau. Da wird man für gewöhnlich nicht angegriffen. Bei Brockdown, wie auch immer der heißt. Aha. Komischer Typ. Du hast einen tollen YouTube-Namen, wenn das einer ist. Ja, oder der hier, der heißt Harnstwinger. Alter, die meinen das ernst. Ah, das ist ein Spiel. Spieler. Das sind ja keine NPCs, das wären NPCs gewesen, weil die da so rumstehen. In dem Blau werden die immer als Online-Mitspieler angezeigt. Wobei, ich sehe dich quasi nur mit so einem weißen Schriftzug. Ja, ich dich auch. Was nicht, weil wir Freunde sind. Ja, und... ich bin mit keinem Freundin. Ah. So, Remy Zweifach, das warst, glaube ich, du. Schönen guten Tag. Das kann sein. Psst, habt ihr den Goldstopp für mich?
Für mich? Danke für den Goldstaub, Random Kai und Mario El Penis. Hier habt ihr euer Geld und hier habt ihr noch eine kleine Zugabe von Freunden von mir. Ah. Das könnte euch vielleicht noch nützlich werden. Nützlich werden. Warum wiederholt er sich? Gute Frage. Scheiße, mein Inventar ist voll. Ich gehe erstmal was verkaufen. Verdammt, wo ist hier der Shop? Ich denke, hier sollten wir einen finden. Da kann man ja was kaufen. Ja. Oh mein Gott. Zwerg folgt uns übrigens. Ich geh weg. Und Liak hat mich zum Duell herausgefordert. Der kann nicht mal. Das ist, glaube ich, der Zwerg gewesen. Hallo. Hallo, ja, ich möchte nicht in ihren Waren stöbern und meine Sachen verkaufen, du kleine Bitch. So, der Pikemann-Schild. Weg. Also, wenn er die Klasse steht und das rot ist, dann kann ich es nicht tragen, oder? Richtig. Oder es ist zu teuer. Aha. Aber wenn er nur so. Schwert steht und sonst nicht rot, also wenn es nicht rot vom Symbol her ist, heißt es, du kannst es irgendwann lernen, das zu benutzen. Ach so. Also ich dachte, ach so, das heißt, aber man kann... Aber das dauert dann Ewigkeit noch. Also dann wirst du wahrscheinlich schon Level 30 haben und diese Sachen nicht unbedingt mehr benutzen können. Ja, ich habe auch abgenutzte Lederhandschuhe, die sollte ich vielleicht auch mal anziehen. Ich glaube, die kann ich tragen. Mhm. Na? Aber gut. Doch, der Schild. Also der Schild ist rot. Also wenn ich mir so, wenn ich das so anzeige, wenn ich mir das anzeigen lasse, das Icon ist nicht rot. Aber der Schildschriftzug, da steht halt Schild und das ist halt rot gefärbt. Ja, genau, das heißt, du kannst es irgendwann lernen. Ne? Wenn du das Schild dann noch brauchst, wie gesagt, gehe ich nicht von aus. Da gibt es aber wahrscheinlich bessere Schilder. So, dann reden wir hier doch mal mit denen hier. Das war, glaube ich, ja? Ich. Moment, der Moment. Dugan. Lest doch schon mal vor. Ich beende nur die Quest schnell eben. Welche Quest? Die andere? Ja, ich konnte sie dir ja nicht beenden, weil ich halt so, volles Inventar hatte. Ja. Ach, es ist schon schwierig, hier Ordnung zu wahren. Auch ohne die ganzen neu aufgetretenen Probleme. Ihr habt hoffentlich gute Neuigkeiten, Mario und Kai. Ja, natürlich. Ja. Oh Mist, warte. Ablehnen. Leb wohl. Ich wollte die Quest haben. Das sind allerdings schlechte Nachrichten. Ah, ich wollte schon sagen, Alter. Was kommt als nächstes? Drachen? Wir werden wohl unsere Patrouillen rund um die Mine verstärken müssen. Hab Dank für eure Bemühungen, Mario und Kai. Und wartet einen Moment. Ich hab vielleicht noch eine andere Aufgabe für euch. Quest beenden. Okay, die Japsenmine, wie wir ja. sie schön nennen. Dank euch wissen wir jetzt, dass Kobolde sich in der Nähe der Tiefenschachtmine eingenistet haben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Speer, der die weiter entfernte Japsenmine untersucht. Erforscht die Japsenmine und bestätigt mir, ob sich dort tatsächlich Kobolde aufhalten. Die Mine erreicht ihr, indem ihr die Straße nach Osten folgt, bis ihr zum Turm von Azora kommt. Wenn ihr euch am Turm nach Norden wendet, dann findet ihr die Mine im Vorgebirge. Erforscht die Japsmine und kehrt dann nach Goldheins zu Marshall Dugan zurück, um ihm Bericht zu erstatten. Ich finde das super mit der Mine. Seid gegrüßt. So, und dann haben wir jetzt aber noch eine Quest, ne? Die hätten wir gerade eigentlich schon abgeben können, ne, hier drin. Das kann sehr gut sein. Stimmt! Hier. Total Doom! Das war, glaube ich, du. Das war, glaube ich, ich, ja. Habt ihr schon die Kerzen gesammelt? Ihr habt wohl eifrig Kobolde gejagt, wa? Danke für die Kerzen, Random Kai. Ihr habt ihr eure Belohnung. Lieferung nach Sturmwind. In Sturmwind wartet mein Bruder morgen auf die Lieferung der Kerzen. Ich habe selbst nicht die Zeit, um mich auf die Reise zu begeben, aber wenn ihr ihm die Lieferung überbringen würdet und wollt, so wird ihr euch gut bezahlen. Ich habe die Kerzen schon fertig verpackt. Ihr findet morgen in unserem Geschäft im Handelsdistrikt von Sturmwind. Es heißt Pestels Apotheke. Bringt Williams Lieferung in den Handelsdistrikt von Sturmwind zu morgen Pestel. Uiuiui. Möge eure Reise irgendwas sein. Ja, die geile Sau. Okay, also haben wir momentan die Japsmine und die Sturmwind. Ich glaube, Sturmwind müssen wir erst später hin. In der Nähe der Mine gab es aber auch noch Quest. Und warum ist das wieder eine Quest? Der hat noch eine schon gemacht. Hilfe für die Westgarnison hat er noch da. Ach, Weststromgarnison. Ach, die Garnison an unserer westlichen Grenze berichtet von steigenden Aktivitäten der Gnole. Ja, und der Diebe.
Sie bitten uns um die Entsendung weiterer Soldaten aus Sturmwind. Aber wir können einfach keine entbehren. Wenn ihr helfen könntet, wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Geht, sprecht mit Stellvertreter Rainer in der Weststrom-Garnison und fragt ihn, was getan werden muss. Die Garnison liegt an der Straße im Westen. Wenn ihr die Brücke über den kleinen Bach überquert habt, liegt sie auf der rechten Seite. Begebt euch zur Weststrom-Garnison und sprecht mit Stellvertreter Rainer. Für die Allianz. Ja, so war das, ja. Okay, also die Japs-Mine war auch da, wo die andere Mine war, oder? Weil da war auch noch eine Quest. Ja, das kann sehr gut sein. Das ist sehr gut möglich. Wie ich gerade sehe. Aha. Wollen wir eventuell erst wieder zur Mine und da die Quest annehmen? Weil das wird schon eine Quest sein, wo wir wieder Kobold finden. Stimmt, da hast du recht, da hast du recht. Das könnte einfacher sein, als das, ja, was die uns hier geben. Richtig, aber ich frage mich gerade, kann man nicht maximal irgendwie 5 Quests oder so annehmen in WoW oder ist es unbegrenzt so? Nee, es ist unbegrenzt. Ah, super. Also über 20 definitiv, 20 mindestens. Ja. Ich glaube, es gab doch mal so ein Spiel, das weiß ich, das war so ein mobiles, MMORPG. Da konnte man echt so maximal 5 annehmen. Nur Spinnen! Weg mit euch. Weg mit euch. Wir wollen euch nicht. Ihr seid hässlich. Ist so. Wir sind viel zu hübsch für euch. Echt. Boah, sind die schnell. Komm, du lässt dich doch nicht von solchen Spinnen töten. Was fällt denen ein? Echt. Ich bin stärker als die. Ich kann die mit einem... Was? Ach, da. Da ist das Haus. Das muss irgendwo die Quest sein. Weil dann kriegen wir eventuell noch... Ja, wieder Mario kassiert. Ja, du kriegst nur Schläge. Verdient. Darauf stehe ich. Das glaube ich dir eventuell sogar. Ich weiß. So, wo ist die liebe Quest hier in dem schönen Hof der Steinfeld? Ah, zwei sogar. Da ist eine dumme Bitch. Ja, ich komme sofort auf sie zu. Tantchen Bernie Steinfeld, die spreche ich. Du darfst dann Mutter Steinfeld sprechen. Aber weißt du was, Mario? Ich würde sagen... Wir beenden den Part jetzt erstmal. Ich glaube, die letzten Parts. Oh, sind wir schon so weit? Ja, die letzten Parts waren lang genug, hör mal. Oh. Ja. Ja, stimmt. Tatsächlich. Wir sollten mal einen kürzeren Part haben. Richtig. Da habt ihr was Knackiges zum Schauen, ne? Genau. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.